Hallo zusammen, mein Name ist Astrid Eckstein, ich bin 48 Jahre alt, komme aus München, bin von Beruf Anwältin für Urhebermedienrecht, bin aber auch Managerin für Künstler, insbesondere im Bereich Comedy, Stand-up-Comedy tätig. Die Corona-Pandemie hat mich ehrlich gesagt vom Beginn an erfasst und auch beschäftigt, weil wir am 11. März in Berlin noch eine Fernsehaufzeichnung gemacht haben. Und als man im Januar von den allerersten, oder zumindest ich im Januar, Anfang Januar, von den allerersten Fällen in Wuhan, China gehört hat, da war das alles noch wahnsinnig weit weg. Und dann hat es so sukzessive, irgendwie wurde das Teil unseres Lebens. Und ich hatte mit dieser Veranstaltung am 11. März in Berlin eben noch zu tun. Und man hat dann irgendwann gemerkt, naja, also irgendwie ein bisschen was muss doch dran sein. Es war dann schwierig, das auch versichert zu bekommen. Und wir haben dann um diese Aufzeichnung herum sind die Einschläge plötzlich gekommen. In Berlin hat es dann angefangen, dass die ersten Theater am Tag davor zugemacht haben. Und das ist dann immer über die Live-Ticker schon gegangen. Und ja, hast du schon gehört, Friedrichstadtpalast macht irgendwie zu. Ja, dieses und jenes Theater hat schon geschlossen. Und man hatte aber plötzlich nur noch diese eine Veranstaltung im Kopf, die man jetzt noch irgendwie gehofft hat, durchführen zu können. Und wir waren tatsächlich dann auch die letzte Veranstaltung, die darin hat stattfinden können. Denn am Tag drauf, das war dann der Freitag, war dann plötzlich alles geschlossen. Und ich bin nach München dann zurückgeflogen und das war alles irgendwie komisch. Mit einem Mal man musste jetzt Toilettenpapier irgendwie kaufen und die Supermärkte machen plötzlich irgendwie, sind leer und Hefe ist irgendwie hoch begehrt. Und wirklich, innerhalb von allerkürzester Zeit hat sich das ganze Leben und auch die Konzentration und der Inhalt so ein bisschen auf den Kopf gestellt. Und man ist dann in den Supermarkt gegangen und hat irgendwie gedacht, was ist denn jetzt plötzlich los? Das kenne ich nicht. Vielleicht kennt das die Generation meiner Großeltern. Aber dass plötzlich Hamsterkäufe getätigt werden, ich bin in München, ich dachte, ich bin in einer einigermaßen aufgeklärten Welt, war mir vollkommen fremd. Und ich war am Anfang auch noch so ein bisschen ungläubig. Ich habe dann begonnen, wirklich im Minutentakt Zeitungen nur noch zu lesen und habe mich irgendwie Spiegel, Süddeutsche, auch irgendwie so internationale Zeitungsblätter angeguckt, habe geschaut, was ist hier auf der New York Times, was steht in der BBC, was ist mit der Welt plötzlich los und hatte das Gefühl, dass um 16 Uhr schon nicht mehr gegolten hat, was um 15 Uhr berichtet wurde. Und hatte eine wahnsinnige Unruhe und eine wahnsinnige Unsicherheit und man hat sich telefonisch mit privatem und mit beruflichem Umfeld kurzgeschlossen und hat irgendwie nicht so richtig begriffen, was hier gerade passiert. Und gleichzeitig war mein berufliches Umfeld auch komplett geschlossen. Wir waren mit die Ersten, die betroffen waren. Die Theater haben zugemacht, alle Veranstaltungsstätten haben zugemacht. Ich bin beruflich ja damit beschäftigt, Menschen auf eine Bühne zu bringen, letztlich irgendwie auch im Kino oder im Fernsehen stattfinden zu lassen. Und das ist komplett brachgelegen, es ging nichts und niemand wusste, wie es weitergeht, wann es weitergeht, ob es weitergeht, in welchem Zeitraum es weitergeht. Und die Politik hat letztlich dann auch immer sukzessive so für die nächsten 2 Monate maximal Informationen gegeben. Mein Gefühl war Unsicherheit, Sorge, Angst. Ich habe es auch ehrlich gesagt noch gar nicht so ganz realisiert zum damaligen Zeitpunkt, was hier gerade passiert. Hätte auch nie gedacht, dass es sich über einen so langen Zeitraum am Ende dann doch hinzieht. Es war Fahren auf Sicht. Und gleichzeitig hatte ich aber zumindest noch letztes Jahr im März das Gefühl, man ist auch von der Politik einigermaßen gut aufgehoben, weil ich das Gefühl hatte, die sind besorgt um uns, sie kümmern sich um uns, hatten ja diese Erfahrung auch noch nie gemacht. Und habe so das Gefühl gehabt, da sind wir in ganz guten Händen. Und wenn ich das verglichen habe mit manch anderen Ländern und auch die Bilder von dort gesehen habe, Bergamo, glaube ich, wissen wir alle, New York haben wir alle auch gesehen, hatte ich immer das Gefühl, boah, ich bin sehr froh, gerade an dem Ort zu sein, an dem ich gerade bin.
Ja, und ich glaube, wir haben das dann alle ein bisschen erlebt, in Anführungszeichen ein bisschen das Positive auch ein Stückchen weit rauszusehen. Ich habe meine Heimatstadt München noch nie so erlebt wie in dieser Zeit. Ich bin da rumspaziert und so leer, verlassen, das noch nie gesehen, was einerseits schön war, erstmal so zu erleben und auf der anderen Seite aber doch auch beängstigend. Ich kenne diese Stadt, ich liebe diese Stadt, alles drumherum. Ich komme so aus Münchner Süden Richtung Tegernsee. Ich durfte dann irgendwann nur auch nicht mehr in meine eigene Heimat fahren, weil ausgesprochen wurde, man möge bitte nicht mehr mit einem Münchner Nummernschild an den Tegernsee beispielsweise fahren, was mir vollkommen fremd war und mich durchaus auch ein bisschen betrübt hat. Beruflich natürlich große Sorgen, weil ich nicht genau wusste, wie es weitergeht. Gleichzeitig habe ich sehr viele Menschen in meinem Umfeld, die sehr heftig von dieser Krise betroffen sind. Sehr viele freischaffende Künstler, die alle auch keine großen Möglichkeiten haben, Rücklagen zu bilden. Freischaffende, kleinere Künstler, das ist alles, das sind Catering-Menschen, das sind Fotografen, das sind Filmemacher, das sind, von denen habe ich immer jetzt noch verstehen, um da entsprechende Anträge zu stellen. Ich selber habe das Glück, irgendwie durch meine Arbeit die ganzen letzten Jahre, dass ich mir jetzt nicht unmittelbar direkt Sorgen um mich machen musste, wie zahle ich meine Miete. Aber ich habe echt viele Menschen in meinem Umfeld, wo ich gemerkt habe, puh, die erwischt es jetzt wirklich schlimm. Und ich habe immer versucht, mein Umfeld da auch in irgendeiner Form zu unterstützen und habe gemerkt, dass generell in meinem Umfeld und in meinem Umkreis zumindest sehr viel Unterstützung war für die Gastronomie, für die kleinen Boutiquen, die irgendwie in der Straße da waren. Und das persönlich habe ich sehr geschätzt. Es war Nachbarschaftshilfe. Wir rutschen jetzt alle ein bisschen mehr zusammen. Das hat sich dann natürlich irgendwann im Laufe der Zeit, ich glaube, es ist immer so ein bisschen wellenmäßig gegangen. Mal gab es Tage, da ist es ein bisschen schlechter, dann gab es Tage, da ging es ein bisschen besser. Irgendwann wurden dann die ganzen politischen Regelungen, hat man vielleicht nicht mehr so ganz verstanden, dann auch im Herbst. Entsprechend rauer wurde dann zum Teil auch der Ton in der Gesellschaft, habe ich das Gefühl gehabt. Dann haben ja viele auch schon vor Weihnachten einen härteren Lockdown gefordert. Der kam dann an Weihnachten sehr kurzfristig, meiner Meinung nach nicht besonders gut. Da fing es ein bisschen an, dass die Leute nicht mehr so mitgenommen wurden hinsichtlich Kommunikation, das in irgendeiner Form offen zu besprechen. Und dementsprechend ist, glaube ich, auch bei jedem, auch bei mir, dann so eine Ermüdungserscheinung letztlich einfach eingetreten. Und bei manchen Handlungssträngen hat man dann auch das so, ich will es nicht sagen, doch schon auch ein bisschen in Frage gestellt, in einem vernünftigen Rahmen, sage ich mal. Privat hat es mich natürlich auch ziemlich erwischt. Ich singe in einem Chor, das geht nicht mehr. Ich treibe Sport, das geht nicht mehr so gut. Ich liebe öffentlichen Raum. Ich bin permanent letztlich irgendwie auch draußen und im öffentlichen Raum unterwegs. Ich bin sehr kulturell interessiert, von der Oper über Rockkonzert ist da alles dabei. Ich bin gerne in Cafés, arbeite da gerne, ich treffe mich gerne mit Menschen, ist alles weggefallen. Ich habe mich da eine Zeit lang auf mich selber irgendwie ganz gut besinnen können. Man ist dann in so einem kleineren privaten Umfeld. Ja, wie wahrscheinlich alle, macht man dann ein paar Zoom-Sitzungen, auch im Freundeskreis und per FaceTime, aber es ersetzt einfach nicht das Greifen, das Treffen, das sich berühren, den direkten Austausch. Ja, Spazierengehen ist der neue Club, Spazierengehen ist die neue Bar, Spazierengehen ist das neue Restaurant, aber manche Dinge besprechen sich nicht so gut im Spazierengehen. Ich sitze lieber dann der Person gegenüber. Ich sitze an einem Tisch mit ihr. Ich habe ein Glas Rotwein in der Hand oder einen Kaffee. Ich möchte in die Augen gucken und sehen, wie es jemandem geht. Und die Gespräche sind meiner Meinung nach auch andere. Und ich mache mir eine Sorge natürlich, dass wir da gerade viel verlieren, dass wir viele Dinge, die stattfinden durch Begegnung, Begegnungsstätte, auch kulturelle Begegnung, die einfach wichtig ist,
und nicht nur ein Freizeitangebot, wie es seitens der Politik ja auch ein bisschen eingestuft wurde, dass da Dinge gerade verloren gehen und dass wir in unserer Gesellschaft da Dinge verlieren. Mal ganz zu schweigen, dass ich nicht wissen möchte, wie manche Dinge zu Hause gerade passieren, auf engem Raum, Kinder, Frauen, häusliche Gewalt. Manches möchte ich da tatsächlich nicht wissen. Aber auch in puncto Aufklärungsstätten, Menschen oder Städten, die Anlaufstelle bieten für andere, diese kleinen, wichtigen Häuser, die es nicht nur in Großstädten gibt, sondern auch in kleineren Orten, wo sie eine ungleich größere Bedeutung vielleicht noch haben, als es jetzt in Berlin, Hamburg oder München letztlich ein bisschen der Fall ist. Das, was ich vorhin gesagt habe, was ich erlebt habe zu Beginn der Pandemie, dass die Gesellschaft zusammengewachsen ist, ist letztlich etwas, was ich mir generell wünschen würde. Und mit Gesellschaft zusammenwachsen meine ich eigentlich auf einem sehr großen Plateau. Die ganze Welt ist hier gerade betroffen. Und ich fände es wahnsinnig schön, wenn wir alle als Welt daraus auch etwas lernen könnten, diesen Blick auf die Welt, aber auch diesen Blick auf unsere ganz kleine Umgebung drumherum. Das, was wir am Anfang hatten mit gucken, wie es dem alten Menschen in der Wohnung nebenan geht, gucken, wie es Kindern geht, die vielleicht nicht so zu guten Zugang zu Bildung haben, denen die Laptops nicht zur Verfügung stehen oder die keinen WLAN haben, dass wir uns um die ein bisschen kümmern, dass wir das nicht nur in einem kurzen Schritt machen, sondern dass wir das auch mit einem sehr langen Atem am Ende ein bisschen mit begleiten und dass wir das in irgendeiner Form beibehalten können, auch wenn es schwierig ist, auch wenn es manchmal hoch und runter geht, auch mit uns selber, dass wir da einfach auch versuchen, aus dieser Krise zu lernen. Die Krise hat einen Grund, ich bin überzeugt davon, dass es irgendeinen Grund hatte, warum die passiert ist. Das kommt nicht irgendwo her. Wir haben in einer Welt gelebt, wir haben uns ja alles leisten können, zumindest hier in unserer westlich reichen, gut zivilisierten Welt. Aber manches ist vielleicht dann doch auch einfach zu viel. Beispiel eben die Schiffe in Venedig. Und es ist schön zu lesen, jetzt zu wissen, dass sie da nicht mehr rein dürfen. Weil vielleicht muss nicht jeder Tourist überall gleich mit irgendwie so einem Riesenschiff in eine Lagune fahren. So, und als letztes noch positiv. Ja, ich habe eine Beziehung begonnen in Corona-Zeiten. Was ehrlich gesagt mit Fernbeziehungen nicht gerade was Leichtes ist. Man auch immer so am Überlegen ist, kann ich jetzt noch pendeln, kann ich noch fahren, gehen die Züge noch, darf ich meine Freundin eigentlich noch sehen? Was aber mit Sicherheit etwas Schönes ist, das in dieser Zeit erleben zu dürfen und auch hier eine Beziehung komplett anders zu beginnen, nicht im normalen Leben, wie man es sonst hat, indem man weggeht, indem man essen geht, indem man ins Theater, ins Kino oder irgendwo hingeht, sondern man ist sehr auf sich besonnen, konzentriert. Und das ist ehrlich gesagt was sehr Schönes, sehr, sehr Wertvolles gewesen und ist es immer noch, wofür ich wirklich sehr dankbar bin. Und das wiederum ist etwas, was ich auch einfach mir wünsche, dass wir wieder ein bisschen ein Bewusstsein für Dinge bekommen, dass wir Dinge wieder schätzen können, dass wir Wertigkeiten als solches auch wieder erkennen und sehen. Und nicht nur mit dem Ellbogen auch an uns selber denken, sondern irgendwie auch gucken, geht es dem anderen gut, geht es der Welt gut und auch ein bisschen in uns selber wieder reinspüren, was brauchen wir eigentlich und was brauchen wir nicht, worauf können wir vielleicht auch verzichten. Das würde ich allen ein bisschen wünschen und hoffen, dass es irgendwie auch gute Dinge daraus hervorgehen. Das wäre schön.